Willkommen zurück bei Mafia 3. So, wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Ich mache gerade eine neue Aufnahmesession. Beginne ich hier gerade. Deswegen muss ich erstmal gucken, wo wir als letztes waren. Ach, wir haben beim Pater und haben mit dem Pater gesprochen. Genau. Und dann muss ich mal gucken, was haben wir denn für neue Aufträge? Ah, hier die Southern Union. Das ist sozusagen der Ku Klux Klan hier in dem Spiel. Oder beziehungsweise eine Splittergruppe davon, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind es irgendwelche hirnlosen Rassisten. Und das ist ein Rede mit Jackie Grimaldi. Das ist aber kein Story-Auftrag, oder? Steht das da? Doch, ist ein Story-Auftrag. Was haben wir hier unten? Ist auch ein Story-Auftrag. Das ist Bestechung. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dieser Southern Union. Die ist im Moment am nächsten von unserem Standort. Markiere ich die mal. Wie viel Kohle habe ich denn schon überhaupt? 900. Doch, da brauche ich noch nicht Wie wegbringen. laufen die Geschäfte? Weißt du was? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Gut so, Padre. War auch nur ein Anstandsbesuch. War das eigentlich meine geklaute Karre hier? Sieht so aus. Auf geht's. Mal gucken, was die Southern Union so macht. Es ist auch gar nicht weit weg, da um die Ecke. Brauchen wir da eine schnellere Karre. Muss mal gucken. Muss mal die Augen aufhalten. Was hier so am Straßenrand rumsteht. Gefällt mir hier nicht so ganz toll. Was ist denn hier? Southern Union hier. Was soll ich hier überhaupt machen? Boah, gegenüber lauter Bullen. So, ich guck mal. Kann ich da nicht rüberhüpfen? Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier? Wieso sollte ich denn da parken, wenn ich hier unten rein muss? Aber manchmal verstehe ich das Navi echt nicht. Ich soll mit Jackie Grimaldi reden. Ich weiß nicht, ob ich hier rein soll, darf in die Kneipe. Ich gehe einfach mal rein. Scheiß drauf. Moin, Jungs. Blackie ist da. Ich glaube, Sie suchen mich. Ja, es geht, Bitch. Jackie? Ein gemeinsamer Freund schickt mich. Ich dachte mir schon, dass Johnny den Freund erfunden hat. Aber die Geheimnistuerei ist ein bisschen viel. Sie kennen Donovan. Kann man so sagen. Ich bin Sonderermittlerin für Finanzen. Das Finanzamt untersucht Olivia Marcano? Für Steuerhinterziehung ist sie zu schlau. Ich ermittle gegen einen Mann, der für sie arbeitet. Chester Moreau. Meinen Hinweisen zufolge finanziert er die Southern Union. Dachte mir schon, dass die Rassistenschweine damit drin hängen. Ich suche einen Remy Duvar. Er ist da der Boss oder sowas. Was auch immer die Verbindung ist. Sie geht tief, ist geheim und bringt eine Menge Geld. Sehr viel mehr, als man von einem Gebiet wie Frisco Fields erwarten würde. Das FBI hat es eine Weile untersucht, aber keiner redet. Glaub mir, wenn ich einen von den Wichsern erwische, dann redet er. Denke ich auch. Mein einziger anderer Hinweis ist, dass die Southern Union im ganzen Viertel Propagandaverstecke hat. Ist nicht viel, aber wenn du dir die vornimmst, werden die richtigen Leute auf dich aufmerksam. Ja, wenn Moreau beginnt, Geld zu verlieren, will er wissen, warum. Ich komme wieder, wenn ich was Handfestes habe. Hier redet niemand. Ich denke, sie müssen direkt an Chesters Leute herankommen. Okay, rassistische Propaganda. Die Southern Union verhökert rassistische Pamphlete und Utensilien um schnell Geld, bla bla bla. Okay. Also, wir sollen irgendwelche Fahnen abruppen oder so oder verbrennen oder sowas. So, Auto, Auto, Auto. Da hinten, da, das Pinke. Das nehme ich. Oder auch nicht, nee, das ist kein Sportwagen, das ist wieder so ein. Komische Möhre.
Achso, markiere ich mir jetzt, wo ich hin muss. Wo muss ich denn hin? Das ist, glaube ich, weiter weg. Wir gehen erstmal hier hin. Frisco Fields, Southern Union. Befrage die Brüder der Southern Union. Bleibender Schaden 100.000. Oh, da muss ich erstmal ein bisschen Rambazamba machen. Aber wo habe ich hier eigentlich meine Karre geparkt gehabt? Ich habe dir nichts zu sagen, Nigger. Ich dir auch nicht, Pisser. So, ach, hier steht sie. Fahre ich erstmal hier mit weiter. So, und mal gucken, was da drüben so abgeht bei den Jungs. Das ist ja hier gleich. Ich da einmal um die Ecke. Hier. Ist das wieder so eine Hausparty bei denen da oder was? Auf jeden Fall stehen da coole Karren. Ups. Also diesen roten Flitzer würde ich mir gerne schnappen. Mal gucken, ob das klappt. Was haben wir denn da alles? Mal was anderes. Warum teilst du mich nicht zur Nachtschicht ein? Weil du es dir noch nicht verdient hast. Darum. Wenn du den Job willst, musst du jemand sein, dem Mr. Moreau vertrauen kann. Blind vertrauen. Kann ich hier andersrum gehen? Warum schleicht er da so rum? Ach, sieht nur so aus, ich schleiche gar nicht. Hier ist so ein Kästelchen, das mache ich mal. So. Das scheinen echt nur drei von den Typis zu sein. Auf der Minimap sehe ich zumindest nicht mehr. Verkauf dich genauso gut wie alles andere. Leute, die Geld haben, kaufen, was sie wollen. Wenn wir es nicht machen, tut halt. So, da hinten steht einer. Wenn ich dem in die Birne schieße, dann sieht das der andere wahrscheinlich. Ja, ich probiere es einfach mal aus. Ich treffe ich den. Scheiße. Geil. Schön ist er runtergeflogen. Wisst ihr denn überhaupt, wo ich bin? Er weiß, wo ich bin. Ich glaube, er hat eine Schrotflinte. Das ist uncool. Schon wieder? Ist aber langsam mal gut mit deinen Mollys. Steck die Rübe raus. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße, scheiße! Rutsch rüber oder ich helf nach. Pass auf, wer bist du? Wie verdient Chester Moreau sein Geld? Ich soll wie ein Irrer fahren. Ja, das weiß ich doch schon. Mach die Scheiße weg. Wuhu! Da weißt du doch gar nichts! Ich? Oh, Bullen. Großer Gott! Die Karre von meiner Mutter! Von meiner Mutter! Deine Mutter! Maul, ihr blöden Bullen.
Schüsse. Oh, die Bullen verfolgen mich auch noch. Scheiße. Wenn ich was wüsste, ich würde sagen, das hier endet nur auf einer Art. Nein, nein, wenn die Finger unter sich fallen. Ich wiederhole. Nicht Mr. Monroe, lässt einige unserer Jungs der Schabernung in einem Job erledigen. Sieges Ding, geheim. Hm. Ich mag dich irgendwie nicht. Sorry, aber ich kann nicht riskieren, dass du redest. So. Jetzt habe ich eine schöne Karre. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, ganz da hinten, Alter. Warte mal. So markiert ihr mir das da hinten? Boah, wenn ich alle umnieten muss. Onkel James, Onkel Bartholomew, Onkel Andrew, Onkel Thaddeus. Nehmen wir erstmal Bartholomew. Der ist hier gleich um die Ecke. Tür zu. Es zieht. Oh ja, die Karre ist ganz cool. Die behalte ich erstmal, hoffentlich. Eine Weile. Und die Tür will nicht mehr zugehen. Ein paar Unfälle gebaut. So. Ja, so ist das schön. Habe ich wenigstens Ruhe vor euch Bullen. Bartholomew. Da ist er irgendwo. Wieso soll ich denn immer hier vorne halten? Viel zu weit weg. Was ist hier hinten? Oh, meine Motorhaube fehlt irgendwie. Scheiße. Das ist aber auch neu, oder? Die Karren so kaputt gehen. Jedenfalls sieht's cool aus. So. Oh oh. Was ist denn hier so los? Clan Idiot. Die treten da einen zusammen. Komm mal her. Habt ihr ihn bemerkt, Jungs? Komm mal her, Kapuze. Netter Anzug. So, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit mehr, dir zu spielen. Oh, Scheiße. Ob ich da mal eine Granate reinschmeiße? Ich habe keine Granate, oder? Ne, die sind alle. Scheiße. Was ist das hier? Ein Brandsatz. Brandsatz mal, würde ich sagen. Oh, Scheiße. Schlägt euren Arsch hier runter! Los! Ihr wird gar nicht wissen, wie es geschieht. Wo denn? Ah. Stinkstiefel. Ja, wieso lebt der denn immer noch? Den habe ich doch schon. Oh, jetzt kommt der Clan. Ja. Was soll das heißen? Kacke! Keine Moon mehr, Alter! Nicht so gut, ich komm mal ab. Sterbe ich nicht wieder. Den Typ habe ich ja umgenietet. Also habe ich eigentlich immer keine Munition, ey. Das ist zum Kotzen. So, bevor ich dahin jetzt gehe, muss ich mal Dings machen. Munition auffüllen. Alter, das war schon wieder knapp.
Sorry, Alter. Geht aber aus dem Weg. Siehst du nicht, dass mein Auto kaputt ist? So, jetzt rufe ich mal den Links an. Ich bin in Frisco und könnte Nachschub gebrauchen. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Yeah, komm mal ran. Da heizt auch noch wie so eine Sau. Hab ich beinahe überfahren. Sag mir Bescheid. Sag mir mal, was du hast. Der ist ja völlig irre in der Birne. So, Munition. Ach, Munition kann ich jetzt auch gleich hier aufrüsten. So, was haben wir denn hier alles? Schrotzis. Auf jeden Fall gibt es hier irgendwas Neues. Elmwood. Mhm. Boah, die haut ja richtig rein. Okay, die darf ich noch nicht. Ich glaube, eine Pistole habe ich auch eine neue freigeschaltet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Die habe ich. Ja, die habe ich ausgerüstet. Die hatte ich, glaube ich, freigeschaltet. Okay. Da kann man upgraden, glaube ich. Ach, warte mal, da kann ich ja auch mal gucken, was ich bei den automatischen Waffen vielleicht mal was upgraden. Ah, Treffgenauigkeit. Kosten 5000. Ich glaube, ich habe genug Kohle. Ah, Munition hier. Jawohl. Ja, Munition, ey, geil. Da muss ich auch gleich mal bei den Pistolen gucken, wegen der Munition. Präzision, Pistolenmunition. Für irgendwas muss ich ja mein Geld ausgeben. Oh, jetzt habe ich nur noch 3000. Huh. Handel abgeschlossen. Bin hier weg. Danke. Das war schon mal sehr hilfreich. Aua! Vollpfosten, Alter. 96, 33, okay. Ja, kommst du heute nochmal da vorbei oder was? Ach, leck mich doch. So. Muss da unten am Hafen sein. Am Wasser. Mal runter hier. Lalala. Habe ich denn jetzt wieder eine Granate? Nee, nur so einen blöden Brandsatz. Oh, da sind aber viele, Alter. Das sind echt viele. Noch drei Stück. Hallo Jungs. Der große Tag. Sorg dafür, dass er dich nicht kommt. Ja, das ist nämlich erst rein aufgeräumt. Geil, ich habe sogar eine Handgranate gefunden, glaube ich. Ja, das war okay. Das war eine geile Aktion. Klappe zu. Ja.
So kannst du weitergehen, ey. Aber beziehungsweise gucken wir erstmal. Jetzt habe ich zwei und zwei fehlen noch, okay. Der ist auch hier irgendwo am Wasser. Das ist der Thaddäus. Ja. Onkel Taddel. Den machen wir als nächstes. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann!